willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Hier sind wir wieder angekommen. Hier sind ja die Boote und vor den Booten da am Strand sind ja auch die Fässer. Ach, und übrigens, da in dem einen Boot ist auch schon Fass. So, hier sind Fässer. Das ist Textur. Da falle ich jedes Mal drauf rein, auf die Textur. So, ist denn eventuell hier auch noch was drin im Fass? Nein. Und dann gehen wir mal zur Höhle da hinten hin. Hier verschlossen ist. Ist da hinten vielleicht eventuell noch ein Baumstamm gespawnt worden? Nope. Weil sind neue Baumstämme in der Welt gespawnt worden. Das finde ich gut. War auch ein Wunsch von mir. Ein heimlicher. So. Ach ja, das war ja das. Fleischschwanze. Ach, ich dachte natürlich wieder mehr Mana. Masse. Feuernessel. Und Fleischschwanze. Ach ja, richtig. Da bin ich ja nicht durchgekommen. Ah, das hatten wir doch schon mal durchgehabt. Gucken. Ach, Moment mal. Die Schmuggler... Ah, ich glaube, jetzt habe ich hier freie Hand. Stimmt, was ich anfangs nicht geschafft habe. Weil die Schmuggler jetzt hier rausgegangen sind. Oh, ist Breitschwert. Paladinschwert. Herrlich, herrlich, herrlich. So, da bin ich mal gespannt. Wenn wir das Ganze mal hier speichern. Ah, jetzt habe ich endlich freien Zugang zum Bier. Zum Dolch. Und schauen wir mal. Ist noch wer hier? Hallo? Tatsache. Ach, du liebes grüne Neune. Nee, nee. Warte mal, erstmal hier. Mein Bogen versuchen, den zu. Ach, du liebe, das sind ja mehrere. Wenn ich einen davon treffe, dann gibt es, glaube ich, Klitsche. Dann drehen sie sich beide um. Das ja. Hast du verdient, Mistkerl. So, da ich bei diesen beiden Schmugglern hier in der Höhle auch nicht weiterkomme, werde ich mir Folgendes machen. Ich werde mich zur Burg teleportieren und meinen Meister Sean fragen, ob er noch irgendwelche Zauberkräfte für mich hat oder Zaubersprüche, damit ich die Schmuggler wenigstens mal ein bisschen befeuern kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, bevor ich zu Sean gehe, muss ich dem Kuno noch ein bisschen was verkaufen, was ich vorher auch gemacht habe, so ein bisschen. Zeig mir deine Ware. Ich habe da noch mal ein bisschen geschlafen und ich bin jetzt von 19 Gold auf 250 Gold und überlege, was ich noch ein bisschen an Trödel hier abgeben kann. Den Feldräuberzangen weiß ich jetzt nicht, aber ich bin bei diesen ganzen komischen Sachen gekommen hier, wie zum Beispiel Perle. Nur eine Perle, zwei, blubblubl. Brauche ich sowas? Gletscherquarz, ach komm. Nehmen wir mal zwei Gletscherquarz, geben wir ihm die Perle. Ein Horn, weiß ich nicht, vielleicht ist es questmäßig. Was haben wir hier? 20 Goldbrocken, lasse ich lieber noch. Ja, und von den Fellen weiß ich nicht, ob das bei ihm gut aufgehoben ist. Okay, soll es erstmal so sein. So, abzusehen. Mal gucken, ob er mal ein paar günstige Zauber verkaufen kann. Er ist eher der Gute. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn? Zum Beispiel Feuerpfeil. Kosten 25. Damit habe ich ja auch schon den ersten Schmuggler da am Strand eliminieren können. Okay, werde ich mich erstmal hier an Feuerpfeil ein bisschen eindecken. Ich würde mal sagen, das ist es gewesen erstmal. Wie viele Feuerpfeile haben wir jetzt? Na, nicht so schnell. Okay. So, Feuerpfeile habe ich überhaupt gar nicht mehr. Ach, hier habe ich jetzt auf die Null gesetzt. Okay. Ja, dann wieder zurück zum Strand. So. Nochmal als Fleischschwanz verwandeln. Durchgehen. So. Feuernessel essen. Das. Nein, mit den Feuerpfeilen nichts, die ich hier habe.
jetzt bin ich gespannt, ob ich ein bisschen mehr Chancen habe, gegen die Schmuggler anzukommen. Ich klappt das. Daneben. Ups. Ja, ich habe den Feuerpfeil gezogen. Und zwar als Spruch. Das Ganze müssen wir jetzt ein bisschen diffiziler, ein bisschen feinsinniger angehen. So, Und zwar gehe ich hier an die Ecke und visiere den hinteren Schmuggler an, damit ich an der vorderen rechten Ecke vorbeikomme. Jawohl, einen habe ich schon mal getroffen. Verziehe mich dann hier. Okay, er hat jetzt da seine Waffe gezogen. Mal schnell hier eine Feuernessel essen. Gucken, vielleicht kann ich ihn nochmal treffen. Oder er bleibt hier hängen. Genau, richtig. So. Ja, 300 Erfahrung. Also den haben wir schon mal genutzt. Wie cool ist das denn? Okay, dann haben wir schon mal einen Schmuggler hier in der Schmugglerhöhle verbrannt. Oh, was hat er denn alles? Kurzschwert der Miliz, ein Jagdbogen, 20 Pfeile, Schinken, Waldbeeren, Wolfsfell und Gold. Sehr schön. Ja, das ist doch gut. Dann haben wir ein bisschen was einzusacken. So, der andere ist ein bisschen stärker. Ra. So, habe ich denn noch Feuernessel hier irgendwo? Wo waren denn die 14er hier? Ja, das Inventar wickelt sich immer um, wenn man was aufnimmt. Da muss man nur doppelt gucken. So, nochmal Feuerpfeil. Wo er jetzt, der andere steht. Der gefährlichere. Der gefährlichere. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ah, lieber nochmal speichern. Denn ich glaube, der macht mich bestimmt kalt oder alle. Ach, da ist er. Jetzt bist du dran. Okay, den habe ich ja gut. Na, bleib doch nicht hängen hier im Ding. Ach, der ist schon futsch. Oh, sehr gut. Okay, Nagelknüppel hat er. Auch wieder ein Schinken, Waldbeere, Wolfsfell und 23 Gold. Alter Schwede. So wie das aussieht, das ist cool. Dürfte ich jetzt alles hier... Genau, oh, hier gibt's Loot, Leute. Hier gibt es Loot. Oh, oh, herrlich. Gucke ich doch nochmal am besten gleich mit diesem Langbogen. Ach ne, das war ein Jagdbogen. Was ich selber habe, ist ja selber ein Jagdbogen. Okay. Also erstmal hier ist alles lecker abgrasen. Ach, hier gibt's... Was ist denn hier los? Gibt's wieder ein Versteck. Mhm, okay. Da bin ich mal gespannt. Ein kleiner Lederbeutel. Ein kleiner Lederbeutel, meine ich. So, Essenz der Heilung. Rum, schick mal eine Buddel rum. Jede Menge Fackeln. Ja, können nicht schaden. So, gibt's hier was in der Ecke? Nein, gibt's nicht. Gehen wir mal zum Essenstisch. Da, wo wir Fische finden. Wacholder, Schinken, Abel, Bosch, Käse und Brot. Was war das? Achso, ein Stängel sumpfendes Kraut. Was ist das? Eine Winde? Mal speichern wieder mal. Okay, er bleibt. Ach, Hilfe! Aua! Was ist da drin? Was liegt denn da rum? Oh. Okay. Das sieht aus wie ein... Was ist denn das? Schattenläufer. Skelett oder so. Das ist ja obergeil. Okay, Fleischpflanzen. Ja, toll, die kann man natürlich nicht so gut treffen. Fleischpflanzen looten. Okay.
Dunkelpilze. Und eine Höhlenatmo. Ihr zieht's. Wegen der Höhlenatmo. Bergmoos. Das ist ja der Hammer hier. Also wie schon gesagt, ich war hier noch gar nicht. Auch früher nicht. Luselitsch. Da gibt es irgendwelche komischen Peoples hier drin. Ich habe gar keine Orientierung, wo ich eventuell hier rauskommen könnte. Also. Speichern. Dicker, fetter Busch. Das heißt, hier komme ich nach draußen. Jetzt bin ich gespannt, wo wir sind. Okay. Auf jeden Fall ist da was. Und was ist da? Ein Wildschwein. Okay. Wo bin ich? Jetzt bin ich hier rausgekommen. Also das hätte ich nie gedacht. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Eventuell. Ja, ja, hier waren wir schon mal. Okay. Hä, was ist denn jetzt los? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hallo? Wer macht mich denn da fertig? Irgendwas macht mich hier... Ach so, okay, ein unsichtbares Wildschwein. Okay. Unsichtbares Wildschwein macht mich fertig. Na gut, okay, ich hätte nochmal neu laden können. Aber... Was soll's? Kann passieren, das ist dem Renderer geschuldet. Es ist ja echt der Hammer. So, Feuernesselchen. Brauchen wir gleich hier. Kraftvoll zubeißen, damit ich auch später noch Magie wirken kann. So, da hinten ist noch ein Wildschwein. Ich treff's nicht. Na, willst du wohl? Jetzt. Hector. Ja, also das ist mal ein Versteck. So. Auf jeden Fall gibt es hier noch was. Molerad technisch. Ach, hier sind wir beim See. Verstehe. Okay. Ja, das ist doch lustig. Dann können wir ja sozusagen, wenn wir da wieder rein müssen, so wie es jetzt noch muss, weil da gibt es nämlich noch eine verrabikadierte. Heute habe ich echt freudsche Fehlleistung. Eine verbarrikadierte Höhle. Ach ja. Okidoki. Das ist ja auch ein Ding. Okay, die Winde hat sozusagen hier dieses Loch aufgemacht, damit man nach draußen kommt. So, und hier ist eine farbige Verbarrikadierung. Also hier ist wieder was abgeschlossen. Ergo, habe ich noch einen Fleischwanzenzauber? Habe ich noch. Und gucken. Durchgehen. Rückverwandeln. Speichern. Und weiter spannende Erwartungen hegen. Mein Gott. Der so tief runter. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal die Schmugglerhöhle. Ja. Das sieht nach Ratte aus. Oh, lassen wir sie mal klein kommen hier. Hallöchen. Und noch eine Ratte. Hier sind mal kleine Ratten hier. Nicht zu holen. Okay. Da ist nicht zu holen. Oh, oh, oh. Mir deucht was. Mir deucht was. Wenn so viele kleine Ratten da sind, dürfte das hier die Quest mit dem Rattenkönig sein. Hab ich recht oder habe ich recht? Ja, das wird lustig. Na, kommt doch an hier. Ich nehme mich doch zum Frühstück. Oh Gott, da hinten ist ja die Oberratte. Riesenratte. Okay.
Oh, hier bei der Riesenratte kann nicht man was zu holen. Aber nicht bei den kleinen Ratten. So. Ja, okay. Feuernessel. Dann nehme ich mal und ein bisschen was zu mampfen. Schauen wir mal. Ein bisschen Fleische. Und abspeichere. Oh, jetzt kommen sie aber in Massen. Oh mein Gott, jetzt kommen sie aber echt in Massen. Hallöchen. Das könnte was werden. Ich jetzt... Oh, Alter. Nee, das ist mir... Oh, die sind mir ein bisschen zu viel. Muss mich regenerieren. Herrjemine. Okay. Alter Schwede. Eine nach dem anderen. Das klingt nach Rattenkönig. Was haben wir denn noch? Oh Mann, Käse hier. Ein sehr knuspriger Käse, wahrscheinlich überbacken. Von dem Geräusch her. So, das war die Riesenratte, die... Okay. Ah! Knabbert mich doch tatsächlich an. Wie viel sind denn das eigentlich insgesamt? Na komm her. Da kommen noch welche. Oh Gott. Kriege ich die alle nicht? Jetzt. Oh. Noch eine. Die ist gar nicht mal so... Oh, nee. Hört das irgendwann noch mal auf, oder wie ist das hier? Ich glaub's nicht. Nee, ansonsten muss ich skippen, ne? Was ich jetzt hier mal tue und mal gucken, was dann passiert. Ja, hier gibt's auch noch. Bin mal weiter in der Höhle vorgedrungen. Ich kann mich erinnern. Ganz, ganz von früher her, dass da was war. Ja, okay. Das sind immer alles so kleine, einzelne Höhlen. Oh mein Gott. Okay. Irgendwas. Macht's immer. So, da hinten haben wir was. Ich werde doch mal den Fallenbogen nehmen. Okay. Wieso ich denn... Da ist nicht zu holen. Wieso ich denn das nicht vorher schon gemacht habe? Ich habe ja so viele Pfeile. Oh, das hört sich echt übel an. Hier ist was. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist voller Fahrt. Alles voller Ratten hier. Oh. Hallo? Der trifft das Vieh nicht. Aber jetzt bitte, hallo, treff es. Oh, Leute, nee. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, muss ich denn so elendlich leiden hier? Also das müssen Jahrhunderte sein. Okay, ich melde mich wieder, wenn ich sie ein bisschen mehr dezimiert habe. Wenn ich von dem Ratten vor dem Rattenkönig stehen sollte. Ich stehe jetzt vor dem Rattenkönig, beziehungsweise in der Höhle, vor der Höhle mit dem Rattenkönig und da haben wir das schon. Da haben wir das schon. Oh, war ja. Ja. Schön. So. Oha, da ist wieder was. Da ist er. Wieso haut denn der ab? Ja, wo will denn der jetzt hin? Okay, kriegst du einen von mir in den Arsch. Oh Gott.
Der lässt sich gar nicht mit einem Pfeil und Bogen gut. Ah, mit dem Schwert geht's besser hier. Quest der Rattenkönig. Verfolgt mich noch jemand? Nein. Wow, der Rattenkönig. Gibt's hier was Besonderes? 5 Fleisch, okay. Boah, hat der so richtig geile rote Augen hier. Guckt euch den Rattenkönig an. Wow. Oh, da haben wir wieder wen. Ja, machen wir die Riesengeratte mal eben in der Ego-Perspektive fertig. Jawoll. Cool. Wow. Das war doch mal richtig cool. Und jetzt möchte ich nochmal zur Orientierung mal gucken, wo ich denn tatsächlich gelandet bin. Und das ist doch da, wo wir von der anderen Seite reingekommen sind. Irgendwie von oben runtergefallen als Blutfliege. Das ist, dürfte da oben rechts sein. Man sieht ja das. Und ja, sieht schön aus. Gucken wir uns Logbucheintrag. Da haben wir doch irgendwas mit Ratten. Der Rattenkönig. So, der Rattenkönig ist tot. Da sollte ich Wenzel erzählen. Der wird Augen machen. Das werden wir dann auch machen. Dann werden wir uns in die Burg teleportieren. Und den guten alten Wenzel davon erzählen, dass wir den Rattenkönig besiegt haben. So, auf der Suche nach Wenzel. Und hier ist Wenzel. Mit Günther im Gespräch. Du wirst es kaum glauben, Wenzel. Aber ich habe tatsächlich deinen Rattenkönig gesehen. Was sagst du da, mein Junge? Du willst mich doch nicht auf den Arm nehmen, oder? So etwas finde ich nicht lustig. Also? Es ist wirklich so, Wenzel. Ich habe den Rattenkönig gesehen und mit ihm gekämpft. Er war umgeben von einem Heer von Ratten. Aber das hat ihm nichts genützt. So, ist der Rattenkönig tot? Eklig tot? Ja, er hatte in einer großen Höhle gehaust, die zu einem riesigen Abgrund führt. Tatsächlich? Vielleicht ist das der gleiche Abgrund, den ich in der roten Mine sah. Wahrscheinlich, denn dahinter führte ein Gang weiter in den Berg hinein und drüben sah ich mehrere rote Crawler. Dann war es derselbe. Hinter dem Abgrund beginnt die rote Mine. Nur, da willst du nicht rüberkommen. Schade. Es wäre schon toll, wenn man die alte Mine wieder nutzen könnte. Aber dass der Rattenkönig tot ist, ist eine gute Nachricht. Das beweist nämlich, dass ich ihn damals wirklich gesehen habe. Ich danke dir, mein Junge. Jetzt werden mich die anderen nicht mehr für einen alten Spinner halten. Ja. Der Rattenkönig ist tot. Was sagst du dazu, Gunther? Nee, nur wie sieht's aus? Gut, dann ziehe ich mich mal kurz für eine Beratung zurück und gehe mal wieder Holz hacken. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Baumstämme. So, nachdem ich hier meine Pfeile hergestellt habe, fällt mir ein, es gibt ja noch eine Bande von Schmugglern, die ich zu eliminieren habe. Das werden wir jetzt auch machen. Ah, ich muss mal wieder hier Mana. Mana-haltiges Gewächs essen. Oh, wo haben wir es denn? Feuerwurzel, ich brauche eine Feuernessel. Wo bist du? Snapperkraut. Ach, mein Gott und meine Orientierung hier. Wo sind sie denn? Ja, nee, Heilpflanze. Feuernessel, da. So, und rauf ins Dorf bei dem Regenwetter. Und ab zur Schmugglerbande. Auch hier werde ich den Weg mal ein bisschen verkürzen. So, ich habe hier noch ein paar Schmuggler zu erledigen. Und da ist sogar einer. Oh, weia. Die tummeln sich hier rum. Und da kommt Stone. Den kriege ich auf gar keinen Fall. Mann. Also den kann ich mit meiner schwächlichen Ausrüstung überhaupt nicht befruchten, noch nicht mal. Und wenn ich ihn irgendwie ein bisschen angreife oder anverletze, dann regeneriert er sich sofort wieder. Tja. Dann gucke ich mal, was ich machen kann. Feuernessel, so. So, nochmal neu geladen mit dem Feuerpfeil. Mal gucken, ob die sich hier wieder rumtummeln. Sind hier reingegangen.
Das habe ich mitgekriegt. Normalerweise sind sie hinter dem Felsen. Mal gucken. Ich mach dich fertig. Wo ist er denn? Wo macht er mich fertig? Ich sehe noch nichts. Hallo. Irgendwo da unten? Auf der Suche nach den Schmuggels. Also ganz oben kann er nicht sein. Dauernd diese Ecke hier. So, von hier oben kann man nämlich auch hinter dem Felsen gucken, auf der anderen Seite, wo die Schmuggler stehen. Das war doch hier irgendwo, es wird so nicht. Und zwar in der Ecke. Ich so, irgendwer hat mich im Visier. Hörst du? Da. Okay, ein bisschen angefixt habe ich ihn. Mal gucken. Oh, habt ihr das gesehen? Das war ein Pfeil, ne? Oh, der hat mich getroffen. Von da unten aus. Das ist ja der Hammer. Hammer. Was mache ich jetzt? Das ist schwierig hier. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und ich möchte es euch ersparen hier, wir dass ich... sprechen uns noch. Ja, ja. Das würde ich sagen. Wir sprechen uns nachher noch, wenn ich die Schmuggler umgebracht habe. Weil das ist doch eine sehr aufwendige Geschichte hier. Mit diesem Hin und Her und Wegrennen und sowas. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Da, wo die anderen Schmuggler stehen. Hier ist einer. Da ist einer. Die haben sich wieder regeneriert. Wie kacke ist das, bitte sehr? Wie kacke. Welcher ist denn näher? Er hier oder der da? Kann ich hier oben hochklettern? Kann ich hier das als Kampfplattform benutzen? Kann ich von oben mit Pfeil und Bogen da irgendwie? Wäre natürlich eine super Sache. Ja. Werde ich nämlich einfach mit dem Feuer. Werde ich die nämlich einfach mit dem Feuerpfeil anlocken und von hier oben. Ja. Okay. Ha. Hier oben drauf gekommen, kann man hier noch jede Menge Sachen looten. Das ist gut. War noch gar nicht hier auf dem. Oh, hier sind Gobos. Goblinbären. Und da hinten ist der Klaus. In seinem Lagerfeuer. Und nochmal Goblinbären. Hey, 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 hey. Jetzt wird's aber lustig. Ich mir die jetzt noch für Mana-Tränke aufhebe, weiß ich nicht. Ja, noch mehr Sachen. Aha. Ja, das ist ja interessant. So, ich glaube, das war's. So. Hier ist der vordere Schmuggler. Erstmal abspeichern. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, was die machen, wenn ich die an. Jetzt bist du dran. Ja, dann mach mal. Ach so, er macht selber mit Pfeilbogen. Okay. Aber einer kommt, der hat keine. Der hat keine Fernwaffe. Oh, hat mich einer aber sowas von getroffen. Da bin ich mal gespannt, wo er ist. Ich bin eh hin. Mitten in der Nacht. Okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.